Hallo, beim letzten Mal haben wir ja die Bäume gefällt und abtransportiert. Und jetzt werden wir diese Schreinerei quasi bauen. Zwar nehme ich da diese, weil sich die ein bisschen besser ins Bild einfügt. So. Mal beim Weg aus. Gut, dann schauen wir mal in die Einstellungen. Dann gehen wir dahin, da öffnen wir gleich direkt die Einstellungen. Aktivieren wir das mal. Können wir verkaufen tun. Verkaufen stellen und die Sägewerke müssten ja das dann quasi eins läuft auf verteilen. Das müsste quasi dann jetzt die ganzen Schreinereien quasi beliefern. So gut, und wenn wir jetzt hinschauen. Genau, das ist. So, jetzt haben wir da hinten noch die nächste Baustelle. Und dann auch wieder. Jetzt könnte man vielleicht, dass man die Holzlager da wegmachen. Danach noch mal positionieren, aber die kleineren, weil die großen, das ist zu viel Holz auf einer Stelle. Da haben wir noch unsere Futtergrippe, können wir auch noch mal aufstellen. Naja, lassen wir das. Gut, dann wird es jetzt wieder mit dem Holzschneiden weitergehen. Raus. Das war halt genau das da. Die mal da rausfahren. Und wir senken mal ab.
Und dann markieren wir uns diesmal ein bisschen. Vergrößern. So. Mal diesmal mal 5 Meter Holz, weil es einfach schöner, ein bisschen schöner zum Laden geht. Jetzt ist 6 Meter Holz. Sägen wir den ab? Naja, lassen wir mal stehen. Gucken wir erst den Winkel rum und dann. Können wir immer noch schauen.
Das mal zu machen, wie es kommt.
Kurze Pause. So, jetzt geht's weiter.
Gut, ich denke, jetzt können wir da schon ein bisschen was abfahren, auch von dem Holz. Das ist doch einiges. Oh ja. Schon passieren. Und zwar werde ich es jetzt mal wieder mit dem Schwarzmüller-Anhänger probieren. Weil der andere, der hat ja auch nicht gerade besser verhalten und dann vielleicht weniger aufladen. Dass es dann unter Umständen diese komischen, das komische Wandern vom Anhänger nicht mehr stattfindet. Gleich sind wir da. Schauen wir mal.
Ja, ein bisschen was mir schon noch auf.
Gebiete sperren für Platz. Gut, dann lassen wir das mal gut sein und so. Ja, das ist eine gesetzmäßige Frage. Klein wegen mehr als 40 Gramm. So, da ist er auch ein bisschen stabiler beim Fahren. Muss man da, man muss halt öfter fahren. Für dreimal muss man, also wenn man so für dreimal ganz aufgeht, voll aufgeladen. Wird man so wie jetzt ungefähr viermal fahren müssen. Aber gut, man ist ja beim Laden ein bisschen schneller. Man hat dann mehr Zeit beim Fahren.
Upsala, oh, das war zu weit. Vielleicht weiter ein bisschen näher hin. Ja gut, dann geht's im nächsten Video weiter. Quasi mit heute ab dann ins Bett.